Sieht aus wie eine Pizza, aber wenn es unten auf dem Boden liegt, sieht es aus wie ein Kuchen. Oh mein Gott. Nein, die Pizza. Direkt zu fühlen, ja. This poor guy lost his pizza in the wind, but he still ate it anyways. Ja. Oh, was? Oh, das Video könnte 1:1 im Quiz vorkommen. Also, das gesamte Quiz heute ist so aufgebaut, dass wir den Anfang von Videos angucken und dann pausieren und überlegen, okay, was passiert als nächstes? Und das würde perfekt passen, weil dann wären die Antwortmöglichkeiten, er ist noch auf, er ist nicht auf, es wird weggeweht, ein Hund springt ins Bild und klaut oder so. Wie geil, das ist ja voll nice. Ich glaube, die Kamera. Boom. Noch ein bisschen raus vielleicht? Hallo? Hallo? Oh, das ist Turi, guck mal. Oh mein Gott. Hallo. Oh, das ist cute. No. Die Schleife steht dir heute gut. Ja, gut, ne? Habe ich extra ein bisschen grüner angepasst. Aber. Ja. Wenn es unbequem ist, ich kann dir auch eine Couch holen, wenn du legst. Ja, die ist halt ein bisschen klein. Ja, die ist ein bisschen, ne? Ich habe ein bisschen breite Hüften. Ich habe mich schon reingesetzt, aber. Schade. Ist nicht so bequem. Gut. Unhalbwegs. Ich würde nur den Iso da auch noch einen runter machen, tatsächlich. Bei uns? Weiß mal rein. Hey, aber keine Hasenohren zeigen. Nee. Ich wäre von selbst nicht drauf gekommen. Okay, so. Hallo. Wir machen ein Quiz, bei dem wir Videos gucken, die anhalten und dann raten, was als nächstes passiert. Oh nein. Und zwar treten an in zwei Teams. Als erstes Team Rot, Turi und Matteo. Hallo. Und im anderen Team, Team Blau, Leon und Maurice. Hallo. Hallo. Guten Tag, wir sind Team Blau. So, wollt ihr Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt? Ja, Turi darf an Leon. Ja, okay, ich mach. Hey, Turi. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Stein. Turi hat Stein gemacht. Okay, Turi hat gewonnen. Turi hat gewonnen. Wir machen erst ein Beispiel und dann dürft ihr entscheiden, ob ihr das erste Richtige machen wollt oder abgebt. Das geht nicht auf Zeit, ne? Geht nicht auf Zeit, ne. Okay. Also, zum Beispiel gucken wir ein Video. Und dann müsst ihr raten, wie es weitergeht. A. Volltreffer auf den Hund. Es gab einen Hund. B. Volltreffer auf die Brille. Oder C. Ein Spiegel geht kaputt. Der Spiegel geht kaputt. Hätte ich auch gesagt, C. Ich sag Brille. Wir nehmen mal C und... Alter, das wäre falsch. Okay. Volltreffer in die Brille. Das war nur ein Beispiel. Null Punkte. Würde jetzt quasi Negativpunkte geben. Okay. Ah, jetzt, krass. Ja. Okay. Achso, und dazu kann ich noch sagen, es gibt immer mehr Punkte, aber dafür gibt es auch immer mehr Antwortmöglichkeiten. Das heißt, es wird quasi schwerer. Mhm. Okay, okay. Ich verstehe das Prinzip. Okay. Wer fängt an? Ihr, oder? Ihr gewonnen habt? Wenn ihr wollt, dürft ihr anfangen. Okay, Turi, was willst du? Denk dran, dass es später mehr Punkte gibt. Das heißt, lieber erst die Sachen machen, die wir nicht gut finden. Okay, dann Verkehr. So? Verkehr. Straßenverkehr. Okay, eins? Ja. Okay. Oh, das kenne ich. Auf die Brille. So. Oh. Oh, ich glaube, das kenne ich sogar, oder? Das wäre so ein Daily-Dose-Video. Ja. Uiuiui. Das ist hier das Spiel, was wir mal gespielt haben. Downhill-Biker. Was passiert als nächstes? A. Ein unerwarteter Drop, aber alles geht gut. Oder der Dude stoppt und tritt um. Es ist A, Turi. Kennst du das Video? Ich glaube ja, aber ich weiß nicht mehr, wie es rausgeht. Ich glaube, der kommt an so eine Kante, wo es so voll steil runtergeht. Aber der stoppt dann halt. Oder? Ja, weil sonst, warum wäre das denn sonst interessant, wenn er einfach stoppt und umdreht? Dann wäre das doch kein virales Video. Und da oben steht, Bro said nope. Mhm. Das ist ja eher so, ach du Scheiße, da geht's voll steil runter und dann stoppt er. Naja, aber vielleicht ist es so ein viral Video von wegen hier Verantwortung und so übernehmen und sagen, nee, ist so krass, dreh ich lieber um. Hä? Was? Okay, dann nehmen wir B. Nee, A. Ach so. Ich wollte nur sagen, hätte ja sein können. A ist eingeloggt. Ja. Hätte mir einen Text, hätte ich eher B gesagt. Ja, ich auch.
Dann kommt jetzt an so eine Kante und dann. Jetzt sagt er Nope. Und dreht einfach um. Es ist B. Ja. Es ist ja echt B! Ah! Nein! Nee, warte mal. Also. Aber es sagt ah! Nee. Nee. Das ist ja kein unerwarteter Job, das ist ja, siehst du ja die ganze Zeit. Ja. Nee, Mann, Moment mal, das ist jetzt aber, da kann man diskutieren oder nicht? Nee, na, das ist voll der erwartete Drop, also ich hab den erwartet. Das hält man sie den die ganze Zeit. Ja. Also. Gut gemacht, Maurice. Sehr okay, gut. Sorry, Turi, der geht auf mich. Ja, so. Alles gut. Wieder mal überlegen gewesen. Ja. Team Blau darf. Oh, was möchtest du, Maurice, was fühlst du? Du bist doch ein Gaming gut. Ich bin ein richtiger Gamer. Dann lass Gaming machen. Gaming 2? Ja. Okay, Gaming 2. Wait, warum ist es Gaming? Da hab ich wohl verkackt, sorry. Das ist Gaming. Wie geht's weiter? Ich glaube, das ist. okay. Ich habe die Kategorie falsch benannt, das ist gar kein Gaming. Okay, sehr gut. So, was passiert? Der Kuchen flutscht unversehrt aufs Teller. Aufs? B. Auf den Teller. Das. Der, sorry? B. Kuchen kaputt, der Hund freut sich. Oder C. Der Kuchen teilt sich genau in der Mitte. Also es sah schon so aus, als wäre er einfach komplett broken. So wie das sah schon sehr so aus. Außer, das ist so ein super krasser Glibberkuchen, der sich dann wieder stabilisiert, aber glaube ich nicht. Kuchen kaputt, der Hund freut sich, der Kuchen teilt sich genau in der Mitte. Ich glaube, es ist A oder C. Du meinst es gerade, es könnte so ein Glibber-Ding sein, was dann plötzlich ja, so wie Wackelpudding so, oder Agar-Agar so oder irgendwie sowas. Okay, wollen wir A einfach probieren? Wollen ja, wollen lass wild mal sein? A nehmen, damit es wild ist. Wir okay. Wir sind A. Der ist unversehrt. Der ist unversehrt. Der ist nur so. Ja, warte, legt sie sogar noch hin. Guck mal. Ja. Alter, wir sind so, geil, Mann. So gute Gamer. Ja, aber man muss sagen, da steht aufs Teller, aber es ist der Teller, deswegen kann es nicht richtig sein. Deswegen ist richtig. Deswegen ist richtig. Ach, okay. Alter, wir sind richtige Gamer. Sehr gut. Shit. Arturo, ich denke, wir sollten aufgeben. Okay. Okay, was nimmst du? Was nicht du? Dabei. Ich habe eben ausgesucht. Such du was aus. Okay, jetzt. Dann nehme ich Tiere 2. Das ist ein Kuchen. Katze. Oh. Miau. Was passiert? A. Die Katze springt gegens Fenster. B. Die Katze isst einen Snack. Oder C, die Katze greift die Kamera an. Alles ich will C sehen. Ich will auch C sehen am liebsten. Oder A. Meinst du, Turi? Ist da ein Fenster? Hast du ein Fenster gesehen? Ja, so auf der gegenüberliegenden Kameraseite, da wo es hell ist. Es könnte sein, dass sie da hinspringt. Okay, dann würde ich fast noch eher sagen, dass sie aus dem Fenster raus will, statt jemanden zu attackieren, oder? Fliehen Katzen ja. Eher? Attackieren die eher? Ich weiß, ja, die ist gerade im Kampfmodus, aber kann sein, dass sie jetzt flüchten will. Die Katze isst einen Snack. Warum ist das so? Das ist mega abwegig, oder? Dass sie auf einmal einen Snack isst. Vielleicht ist deswegen drin. Ja. Die Katze greift die Kamera an. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie gegen die Kamera jumpt, aber ich würde da mit Turi gehen und sagen, sie jumpt gegen das Fenster. Finale Antwort? Ja. Ja. Ich hätte B gesagt, tatsächlich. Oh nein, die ist ein Snack. Ja. Alter, oh nee. Ich bin ja absoluter Videomann. No. Jetzt will ich eine Katze haben. Okay. Wollen wir in eine neue Kategorie reingehen, Maurice? Ja. Wollen wir Skater-Boys sein? Oh, ich kenne mich mit Skatern gar nicht aus. Die fallen halt immer hin. Ja gut, hast recht. Skater 4. Was passiert als nächstes? Oh Gott! A. Er rutscht aus, aber landet auf dem Skateboard. B. Er springt über einen Monster Truck. C. Er springt auf ein Crossbike. D. Sprung über Rampe in Riesenzielscheibe. Oder E. Er ballert komplett den Berg runter. Okay, also. Ich schließe ein paar Sachen aus. Okay. Zum Beispiel das mit dem Monster Truck oder das mit der Riesenzielscheibe. Weil das sieht mir nicht professionell genug dafür aus, dass da irgendwie so Budget hinter ist und so. Ja. Die anderen Sachen. Er springt auf ein Crossbike. Warum sollte er das tun? Er hat gerade noch ein Skateboard in der Hand. Das heißt, er lässt es dann einfach fallen. Er benutzt es ja nicht. Er ist ja mit den Füßen auf die Stange gesprungen. Ja. Also deswegen gibt sich mir nicht das Crossbike. Ich glaube, das Ausrutschen aber auf dem Skateboard landen ist realistisch, weil es ist eh super nass da. Das heißt, es könnte sein, dass es sehr rutschig ist. Das stimmt. Oder bald einfach komplett den Berg runter.
Ja, aber ja gut, man postet auch so Fail-Sachen. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich glaube, A wäre am... Wäre ein Hype-Moment. Ja, es hätte so schaulustig, wäre irgendwie Tragödie und Glück ja, in ja. einem. Das ist ein richtiger Pock-Moment. Wollen ja. wir A gehen? Ja, wir nehmen A. Wir nehmen A. Er ballert einfach komplett den Berg runter. Weg sind sie, die Punkte. Eure kommen auch noch weg. Unsere sind schon weg. Ich glaube, heute wir machen jetzt richtig Punkte. Ich glaube, wir müssen heute einfach weniger Minuspunkte machen als das Gegnerteam. Ich glaube, wir kommen ja nicht mehr positiven Punkten raus. Ich glaube, wenn wir die Einser-Punkte farmen, kommen wir leichter ins Plus. Weil da haben wir nur so 50-50-Chance oder so, weißt du? Der wieder mit seinem Mindgame. Aber dann kriegen wir auch nur einen Punkt. Ja, so. Aber bisher haben wir nur Minuspunkte geholt. Ein Punkt wäre da schon das Beste, was wir bisher gemacht haben. Ja, okay, dann ich lass uns von dir, Matthias. Rein stunten, oder? Ja, Stunt 1. Ja. Was passiert? Ey, alles kann da passieren. Ein Hund jonkt den Ball. Ich kenn das. Oder der Ball explodiert. Ich sagte, der Ball explodiert vom Gefühl her. Turi, was sagst du? Ich weiß nicht. Ball joinken ist halt schon, also das ist schon sehr speziell, deswegen würde ich sagen, fast, dass der Hund den Ball joinkt. Okay, dann wir gehen mit deinem Call. Oh Gott, nein. Ich glaube, es ist B. Na toll. Wie so ein AWP schon ausgeklungen. Möchte jetzt das Team wechseln? Ich kenne die Clips sogar. Möchte nicht mehr. Lass mal lieber so ich mittleres der Risiko. Der Trasse also zwei. Ja, zwei oder drei. Okay, wollen wir Verkehr 2? Verkehr 2. Verkehr 2. Das ist nicht verkehrt. Kann ich Turi was zu trinken an? Ach du Scheiße. Macht sowas nicht, Chat. Oh, das geht nicht. Ja, in mein Ohr rein. Ups. Genau. So, was passiert? A. Der Dude muss sich unter den Zug legen. B. Der Dude klettert knapp noch in Sicherheit. Oder C. Ein Bahnmitarbeiter schubst den Dude in Sicherheit. Ich glaube, A hätte das meiste so, oh mein Gott, oh nein, ja doch, gut, Moment. Und nach dem Motto, er legt sich hin, der Zug brettert drüber und er steht wieder auf. Ich meine, es ist C. Es könnte bekannt, auch sein. Es kommt mir bekannt vor. So, Zivilcourage oder wie auch immer, oder? Mhm. Ich meine, es ist C. B ist das Langweiligste. Ja, nee, das ist lame. Naja. Wollen wir nicht. Also A oder C? Ich würde mit C gehen. Okay, C. Dann nehmen wir C. So, er geht, ne doch nicht. Schuh. Oh. Hm. Da könnte das mit der Mitarbeiter sein. Oh. Und Achtung, Bonk. Zur Strafe noch. Aber was war jetzt die Antwort? Ja, die Strafe war, es ist knapp in Sicherheit geklettert. Ah, ja, also genau. Eine langweilige Quatsch. Dauert kurz. Aber der Mitarbeiter hat auch nicht geholfen, außer mit dem Bonk zum Schluss. Ja, nochmal. Ja, da hat er nochmal einen draufgegeben. Sehr gut, sehr gut. Wir hätten ein bisschen darüber... Boah, wie knapp so. Das war. Fuck. Ja, ne? Okay. Ja, super unheimlich. Ja. Ja. Ach, guck mal, wir sind gleich auf mit denen, das ist gut. Ja, das ist gut. Tori, jetzt können wir uns absetzen. Dann nimmt wir eine Eins oder was? Du hast Dunst genommen, dann bin ich jetzt wieder, ne? Mhm. Lass mal Skater, nee, lass mal Tiere 1 nehmen, weil Tiere kennen uns beide sehr gut aus. Mhm. Hat man gesehen mit der Katze? Okay. Ja. So. Was passiert als nächstes? A. Der Hund zieht ihm die Hose runter. Oder B. Der Typ fällt in einen Brunnen. Also da wir hier auf Twitch sind, kann er dem die Hose nicht runterziehen. Den Clip hätte Andi nie mit reingenommen. Metagame jetzt. Ich bin für den Brunnen. Ich weiß nicht, das gibt so ein paar Clips, wo... Ja, okay, ich truste dir einfach. Ich nein, sag gar auf, mit zu trusten, das ist immer ein Fehler. Nee, wir nehmen den Brunnen. Okay. Ich truste dir. Okay, Brunnen. A, 100%. Würde ich auch sagen. 100% A. Hätte ich auch gesagt. Der Brunnen. Yes! Mann. Hätte ich nicht gesagt, nämlich, weil ich Vertrauen hatte. Okay. Sorry übrigens für diese Flimmer-Frames irgendwie. Die Videos nicht ganz clean gekriegt. Falls ihr da empfindlich seid, hätte ich euch warnen sollen. Jetzt mache ich es nochmal zur Sicherheit. Es wird leider nicht aufhören. Manchmal flimmert es hier leider. Hast du nicht gemerkt bisher, dass es flimmert? Okay, wollen wir wieder. Ich blinzel dann immer. Hm. Gaming 3? Ja. Okay.
Gaming ist übrigens nicht Gaming, haben wir schon gemerkt, aber ja. Mal gucken, was es ist. Gaming 3. Gaming. Oh, eine Schaufel. Ja, das ist so ein Hexer. So ein alles hassender Zerhacker. Ja. Schredder, nee. Und nein, er macht seine Hand rein. Nein, quasi, als ob an sowas zeigen würde. Dann geht das Video. Boah, also sowas macht mir richtig Angst. Okay. Ich glaube, ich weiß schon, was er fragen will. Was passiert als nächstes? A. Schaufel wird komplett geschreddert. B. Die Schaufel zerstört die Kamera. C. Der Schredder geht kaputt, sorry, Tippfehler. Oder D. Die Schaufel wird teils geschreddert, aber der Rest entkommt. Okay, also ich habe schon voll oft so Schredder-Videos geguckt. Ich habe noch nie gesehen, dass so eine Schreddermaschine gescheitert ist. Unmöglich. Ja, also sie geht auf gar keinen Fall kaputt. Ja. Es kann natürlich sein, dass sie so wegspringt und die Kamera kaputt macht. Oder dass halt ein Teil geschreddert wird und der Rest halt so wegflippt. Ja. Also D ist sehr wahrscheinlich. B. Aber warum? Sein. A wäre irgendwie, ja, wäre ein Video wie jedes andere. Ja. Und dafür ist eine Schaufel relativ unspektakulär. Also B oder D, oder? Hätte ich auch gesagt. Eben sind wir mit meinem gegangen. Sag mal gerne deine Intuition. Ich finde, B hat den meisten Schauwert. Deswegen B. Okay. Es kann nicht B sein. So sollte es nicht. Ich hätte D gesagt, glaube ich. Das ist D. Was war B nochmal? Kamera geht kaputt. Okay, der schreddert einfach wieder das ganze Ding. Nein, springt raus. Komm, Kamera. Springt in raus. Die Kamera. Er springt raus. Ja, okay. Ach, wisst ihr, warum es D ist? Entkommen. Warum ich das weil du sagen willst, dass es sonst das Video nicht gäbe? Nein. Es ist D, weil Andi sonst niemals eine Antwort reingenommen hätte, die länger ist als das Textfeld. Nee, das ergibt keinen Sinn. Stimmt. Natürlich. Warum sollte er eine Fake-Antwort nehmen, die das Textfeld überschreibt? Weil er erst die Antwort gemacht hat und dann das Textfeld? Ja, und er nicht die Zeit hat, ja, das weil sie richtige ist. Wenn es eine andere, wenn es eine falsche gewesen wäre, hätte er einfach ausgetauscht, die eine, die passt. Ja. Warum sollte er sein Textfeld aufgeben für eine falsche Antwort? Meta Gaming, es gibt einen Abzug. Ja. Nein, nur weil ich okay. Okay. Matteo spielt also unfair, dann fangen wir auch damit an. Ich habe gestern eine Aufgabe vom MIT gelöst. Cambridge. Du MIT hast Cambridge. Ein fucking Dreieck ausgerechnet. Das ist schwer gewesen. Ja. Ja, da sagt man nichts mehr. Plötzlich still. Stille. Such mal was aus. Ach so, Tori, du bist. Okay, lass doch mal. Warte mal, ist es sinnvoll, jetzt schon höhere ja. zu nehmen? Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Weil wenn wir falsch liegen, kriegen wir minus 3, minus 4, minus 5. Plus 5. Ja, aber guck mal, die haben schon minus 7. Ja, eben. Ja, ist eine Frage, die uns trennt. Nehmen wir 5. Oder 4. 4. Okay, Tori, nimm, was du willst. Wir erraten es eh. Okay, Tiere 4. Oh Gott, das hätte ich niemals genommen. Oh nein, die Katze brennt. Oh, ich hätte. Was passiert als nächstes? A. Der Schwanz brennt nur ein bisschen, aber ist alles cool. B. Der Hund jagt die Katze. C. Die Katze jagt den Hund. D. Ein Kind holt einen Feuerlöscher. Oder E. Ein Hund fängt auch der Hund fängt auch Feuer. Also ich kenne das Video. Ja, endlich. Ich kann Sachen ausschließen und ich tendiere auch zu einem, aber bei den anderen kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also D und E sind komplett weg. Auf jeden Fall, das ist es nicht, das weiß ich. Ja, würde ich auch so, also hätte ich auch so eingeschätzt. Und ich glaube nämlich, dass die Katze sich jetzt gleich umdreht und es dann aus ist, das Feuer. Deswegen, ich glaube, es ist A. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Hund und Katze sich jagen. Aber dein Instinkt wäre A. Ja. Dann nehmen wir A. Wir nehmen A. Ich hätte D gesagt. Okay, ach, warte, du warte. Scheiße. Warte. Oh! Hä? Nee, warte.
Alles hä? Cool. Was ist denn das für eine Reaktion von der Katze, wenn die brennt? Müssten Tiere nicht irgendwie Angst haben vor Feuer oder so? Aber richtig, Duri, du holst die Punkte. Wir sind plus. Vor allen Dingen, Schwanz brennt nur ein bisschen. Also das sah schon ein bisschen... Das war cool. Aber alles cool, alles cool. Sorry. War alles cool. Ja, alles cool. Oh Gott. Okay, wir sind unter Zugzwang. Ja. Weil wenn wir jetzt nur eins oder zwei holen, dann ist es zwar nicht so schlimm, aber dann holen wir auch keinen Blumentopf. Ich glaube, wir müssen schon mindestens drei, eher vier oder fünf. Nee, wir nehmen Gaming 1. Okay, was? Gaming 1. Oh mein Gott, ihr seid ja richtig ängstlich. Wir hoffen, dass die komplett versagen. Ja, ja. Okay, sehr gut. Ja, Gaming. Was passiert? A, das Ei implodiert oder B, das Ei explodiert? Implodiert. Wie soll es denn implodieren? Okay, warte mal. Also wenn... Also entweder in dem Ei ist sehr viel Druck und es explodiert, dadurch, dass das quasi entweicht, wie, weiß ich nicht, wie Luftballon oder so. Ja. Wieso sollte es implodieren? Das frage ich mich auch. Warum sollte in dem Ei... Ist es hohl? Ist ein Vakuum drin? Ja. Ist ein schwarzes Loch da drin? Geht das irgendwie? Wenn ja, wie macht man das? Hätte ich noch nie gesehen oder gehört. Was ist, wenn es wirklich irgendwie vielleicht mit Luft... Aber warum hat er überhaupt Angst vor dem Ei? Das ist ja keine erwartete Reaktion normalerweise. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht ist es irgendwie... Der hat das schon prepared oder so. Irgendwas ist es, glaube ich, gefüllt. Und wenn er jetzt anschneidet, dann klappt es einfach so zusammen. Weil er denkt, es explodiert, aber es implodiert eigentlich. Aber es ist auch eine Einserfrage. Vermutlich ist es einfach am Explodieren. Wie kriegt man das denn hin? Wie würde man denn da zum Beispiel das Eigelb entfernen, dann das Ei kochen? Ja. Aber dann würde man eigentlich nicht innen hohl sein, sonst würde, dann würde sich das Eiweiß doch irgendwie so hinlegen. Was, wenn sich Luft in der Mitte vom Eiweiß gesammelt hat? Aber wie soll da sich Luft sammeln? Eigentlich müsste sich keine Luft sammeln, sondern es muss ja richtig so ein, wie sagt man das, ein Unterdruck entstehen. Aber wie? Vielleicht, weil es gefault ist oder so. Vielleicht das. Weil das seit Ewigkeiten rumlag. Mhm. Lass implodieren nehmen. Okay. Aber warte mal. Was ist, wenn das einfach... Es ist eine Einserfrage. Ich glaube, wir zu denken, ist einfach zu doll. Ich glaube, es explodiert einfach. Ja, aber auch das, normalerweise explodiert ja ein Ei nicht. Ja, aber was, wenn... Wenn es wild ist. Du willst implodieren. Wildes Ei. Okay. Hast du schon mal ein Ei explodieren sehen? Fragen wir mal so rum. In der Mikrowelle, ja. Stimmt. Er hat es in der Mikrowelle warm gemacht, hat es rausgeholt, das ist unter Druck. Ja. Und jetzt schneidet er es auf und es macht Peng. Ja. Okay, wir nehmen explodiert. Es explodiert, Andi. Boah, habt ihr euch gerettet? Ich kenne das Video. Nix. Okay. Siehst du? Siehste, dann wird das hier sehr lange auf implodieren. Ja, aber es ist ja richtig. Wir haben das hier korrekt hergeleitet. Ich würde mich hier mal nicht lustig machen. Das ist der Sänger für deine scheiß MIT-Aufgabe. Ja, weil es eine MIT-Aufgabe ist und nicht ein AI mit A und B Antwort. Ja, dann mach doch jetzt mal. So, okay, Tori, du bist, oder? Nee, ich habe eben Tiere genommen. Achso, dann nehme ich auch Tiere 3. Tiere 3, komm. Oh Gott. Nein. Was passiert als nächstes? A. Die Katze steigt in den Bus ein. B. Die Katze klettert auf den Reifen. C. Die Katze wird weggejietet. Oder D. Die Katze verschwindet. Es ist, ich würde auch A oder B schätzen. Andi mit seiner jugendlichen Sprache. Aber weggejietet. Ja, ich frage mich halt, wohin soll die verschwinden? Ach so, dass der Bus weiterfährt und dann ist die Katze weg einfach vielleicht. Sie ist Jason Bourne. Nee, der Bus bremst ja gerade und vielleicht geht dann die Tür auf und dann steigt die Katze einfach ein und ist funny. Das ist richtig funny. Ich weiß es nicht. Auch nicht. Komm, lass A nehmen. Okay, gut. Die Katze steigt in den Bus ein. Okay. B klingt auch gut mit dem Reifen. Oh mein Gott. Die Katze läuft jetzt einfach dem Dude hinterher wahrscheinlich. Hm? Yeet! Lol, hä?
Okay, sie wird weggejietet. Oh, sorry, Tori, aber da ich wusste nicht, was das Wort jieten bedeutet. Ja, jiet. Ich dachte, die wird vom Bus weggejietet. Deswegen dachte ich, kann das gar nicht sein. Ja, sehr gut, Maurice. Wollen wir Skater 1 nehmen? Ja. Skater 1. Mann, jetzt nehmen Sie die Einser-Fragen. Okay. Was passiert als nächstes? A. Die Nudeln werden gejietet, aber gefangen. Oder B. Die Nudeln landen auf dem Boden. B ist ja super lame, oder? Ja, dann denkt man sich so, ja, selber schuld. Ja, aber nee, das ist 100 Pro B. Die werden niemals, hat der die Koordination zu jieten und dann wieder zu fangen. Stimmt, die ist schon ein bisschen unsicher auf dem Gerät, ja, also, ne? Wäre schon überraschend, wenn auf einmal so ein Skillset... Ein Hype-Moment, aber... Ja. Auf der anderen Seite haben wir gerade gemerkt, Andi mag es, diese jugendliche Sprache zu verwenden. Ja, genau, der hat das öfter gemacht schon bislang und das war nur einmal richtig. Aber dann macht er, benutzt er es einmal richtig und einmal falsch. Ich glaube, in einer Dingern ist es wirklich das Offensichtliche, ja. Okay. Das sind die einer. Dann landen die einfach auf dem Boden. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Finale Antwort? Ja. Siehst du? Perfekt. Sehr gut. Mann, die armen Nudeln. Ich hätte die noch gegessen. Ja. So, Team Rot ist dran. Ich würde es auch eine arme Nudel. Danke. Trotzdem würdest du mich essen. Stunts 2, wollen wir das vielleicht? Ja, bin ich dabei. Fangen die kleinen Zahlen einfach, so lame von euch. Was passiert als nächstes? A. Der Junge schwingt und schreit Spider-Man. B. Der Fahnenmast geht kaputt. Oder C. Der Rucksack geht kaputt. Der Junge sieht schon eher leicht aus. Ich glaube nicht, dass er einen Fahnenmast kaputt reißen kann. Ich glaube, der Rucksack könnte reißen, aber ich finde A cool. Aber wie soll der denn schwingen? Na, der rennt jetzt so seitlich. Dann müsste er zur Seite schwingen. Genau, schwingt er so seitlich und dann schreit er Spider-Man. Geht schon logisch. Oh, ich würde den Anfangsclip gerne mal sehen. Ey. Was denkst du denn? Warte, vielleicht kann ich... Im Hintergrund kann man es nochmal gucken. Geil. Warum kriegen die nochmal einen Clip? Ich sag, der läuft er seitlich oder läuft er eher gerade? Aber der läuft auch nicht so genug, dass der richtig schwingen kann. Ja, das stimmt, der ist zu langsam. Wollen wir sagen, der Rucksack geht kaputt? Oder meinst du, dass wirklich der Rucksack ist oder der Fahnenmast? Was kann an einem Fahnenmast kaputt gehen? Und was heißt kaputt gehen? Wenn das Band einfach nur reißt, heißt es auch, das wird kaputt gehen. Nee, dann ist das Band kaputt. Kann der so ein Fahnenmast? Also es könnte sein, dass er umkippt, der Fahnenmast. Es könnte schon sein, dass der Fahnenmast umkippt. Weil das sind, weißt du, das ist so ein Fahnenmast an der Schule und alle Kinder spielen das. Und irgendwann gibt er einfach nach. Und das war der Moment, wo es gefilmt wurde, als der Fahnenmast nachgegeben hat. Ist ein Fahnenmast bei einer amtlichen Behörde eigentlich ein Must-Have? Also was fühlst du eher, Rucksack oder Mast? Oder Spider-Man. Meine Intuition war Spider-Man, aber... Also, witziger wäre das Video, wenn der Fahnenmast umkippt. Was denkst du? Ja, glaube ich auch. Dann nehmen wir den Fahnenmast, okay? Okay. Komm, wir nehmen Fahnenmast, geht kaputt. Der Rucksack. Das ist der Rucksack. Der Rucksack, einfach zerstört. Alter, komplett alle Bücher. Oh. Nice, sehr gut. Na gut. Oh, wir sind gut dran. Wir sind gut dran. Wollen wir skaten? Lass einen Zweier nehmen, dann ziehen wir genau vorbei. Genau. Ja, genau vorbei auf minus. Wow. Was passiert als nächstes? A. Schwenk auf Tony Hawk im Publikum. B. Skateboard zerbricht, aber Stunt klappt. Sorry, vertippt. C. Skater setzt sich auf ein anderes Skateboard.
Kannst du mal den Clip spielen? Kannst du nur im Hintergrund so ein bisschen? Ja. Das Ding ist, es sieht schon so aus, als würde das Skateboard auf der Treppe aufkommen und dann kann es sein, dass es kaputt geht dann. Aber im Hintergrund bewegt sich auch eine Person von rechts nach links, wenn man das ganz richtig sieht. Das könnte sein, dass irgendwie ein neues Skateboard reinkommt. Ist da ganz am Schluss. Irgendwas bewegt sich da im Hintergrund. Tony Hawk. Könnte auch Tony Hawk sein. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das ein Tony Hawk ist, glaube ich, die ausgedachte Antwort von Andy. Da dachte sich so, oh, ich brauche noch irgendwas Drittes. Tony Hawk. Irgendwann muss ich mal Tony Hawk einbauen. Ja. Skateboard B oder C? Ich glaube, B ist falsch wegen des Tippfehlers, weil wenn es die korrekte Antwort wäre, dann hätte er den Fehler nicht gemacht. Deswegen lass auf C gamble. Finale Antwort? Okay, mach mal. Oh! Ja, du bist halt so gut. Lol. Wie? Sind einfach Skating-Legenden sind wir. Oh, shit. Okay. Ja, aber wo kam das andere Skateboard jetzt her? Da stand da, glaube ich, einfach. Ist ein anderer Dude vorbeigefahren gerade. Ja, ich glaube, es war aber nicht geplant. Ich glaube, das war sicher nicht geplant. Das sah nicht so aus. Moment so. Der ist einfach runtergesprungen, der andere. Wow. Stimmt, der wollte nicht, dass die kollidieren. Ja. Deswegen, nice. Er hat ihn gerettet. So, Team Rot darf. Ja, wir sind so krass ahead. Ja. Bin ich oder du? Ich hab Touré, aber nicht. Weiß ich gar nicht genau, aber such was aus. Shit. Wo waren wir gut? Bei Tiere? Das war eigentlich auch. Haben wir bisher einmal einen Punkt geholt. Stimmt, das war bei Tiere 4 aber, oder? Nee, 3. Aber Tiere 5 ist so hart. Gaming hatten wir noch gar nicht, glaube ich. Dann, okay, dann wollen wir Gaming 4, was ja nicht Gaming ist. Ja, also die. Ja, ja okay. Können wir. Okay, wir nehmen mal Gaming 4. Was passiert als nächstes? Die Blase landet auf der Glatze. Das will ich sehen. Ich auch. B. Ein Hund frisst die Blase. Du mit dem Hund. C. Die Blase teilt sich in zwei kleine Blasen auf. D. Die Blase befördert Dampf in ein Glas. Oder E. Die Blase fängt Feuer. Oh. Ich glaube, die Blase... Da ist ja Rauch drin, ne? Oder Dampf. Die landet auf einem Glas, poppt und dann ist das Glas voll mit dem Dampf. Also guck mal, die Blase landet auf der Glatze, dann müsst ihr nochmal einen ganz anderen Weg fliegen, oder? So aber was ist, wenn da ein Baby sitzt? Okay, aber das ist ja sehr viel das spekuliert jetzt, dass jetzt auf einmal noch ein Baby sitzt mit der Glatze, oder? Ja, I don't know. Weiß nicht. Aber er ist schon so ein Andi-Move, dass da jetzt irgendwer anders ist mit Glatze. Vielleicht ein Hund mit Glatze. Der Hund frisst die Blase. Ich weiß nicht, ob in so einem feinen Restaurant ein Hund am Tisch erlaubt wäre. Gerade da. Ah. Die Blase teilt sich in zwei kleine Blasen. Dem Hund gehört das Restaurant. Könnte passieren, aber es wäre nicht so spannend, ne? Die Glase. Was wäre denn am witzigsten, um. So ein Video, dass das irgendwie viral geht oder so. Ja, dass diese Blase auf dem Glas landet, poppt und dann ist das Glas voll mit Dampf. Das fände ich schon funny. Blase fängt Feuer, sehe ich gar nicht irgendwie. Weißt du, wie sie auf einer Kerze landet? Aber ja. Sitzt da überhaupt? Wann kann man das erkennen? Nee, ne? Nee. Das ist zerstäubtes Ethanol, das kann Feuer fangen. Also, wozu würdest du denn am meisten tendieren? Ich weiß nicht. Also ich selbst am witzigsten fände ich, glaube ich, wenn die Blase auf einer Babyglatze landet. Aber das wird unwahrscheinlich sein. Hund auch. Ich weiß nicht. Dann wahrscheinlich D, weil es halt... Ja. Ich könnte das sehen zumindest. Staunt. Aber ich habe auch keine Ahnung. Aber lass mal D probieren. Ja, okay. Ja! Krass. Krass. Aber wie macht das? Das war nicht geplant, oder? Das war, nicht so ein geplant. Windstoß, ja. Irgendwie hat so eine ganz andere Richtung genommen. Boah, Touré, wir haben null! Richtig gut. Shit. Wir nehmen einfach auch dran, dann sind wir auf null. Ja, lass auch auf null gehen. Bist du Verkehr oder Stunt? Verkehr. Okay, Verkehr 3. Boah.
Ach du Scheiße. Rally. Das für eine. Oh mein Gott. Was passiert als nächstes? A. Ein Sonic? Absturz in den Graben. B. Sonic überholt das Auto und gewinnt. Mhm. C. Frontflip into Nosedive into Weiterfahrt. D. 360 Sideflip, dann fährt das Auto weiter. Okay, 360 Sideflip. Also von der Language her würde ich sagen C oder D. Into Nosedive into Weiterfahrt. Frontflip. Das Nose Ding ist, jedes Mal mitraten bei den okay, anderen. Okay, also das Auto, so das ist ja so leicht abgekommen. Ne? Genau, also es ist ja so von der Kante. Genau. Jetzt, wenn es wieder sich retten würde, würde es die Kante wieder so leicht hoch. Also es könnte einen Frontflip geben, ja. Nose-Dip und dann wieder nach so und Weiterfahrt. Ja. Wir nehmen C. Wir nehmen C. Ich sag Sonic. Das ist so ein Meme-Video mit Sonic, hätte ne? ich auch gesagt. Es war ein Sideflip 360. Das ist ein 360, das kann Frontflip. Ja, das ist ein 360 Sideflip, oder? Das war der Sideflip. Knapp, aber fast richtig. No. So, seid ihr dran? Okay, minus 6 haben die Turi. Ja, wir haben nichts zu verlieren, so richtig gerade. Lass doch Tiere 5 nehmen. Bevor die das nehmen. Okay. Okay. Das kenne ich. Ich kenne das Video. Sehr gut. Ich glaube, ich kenne das auch. Ich kenne das, glaube ich, noch nicht. Was da passiert als nächstes? Da hängt ein Krokodil dran, am Haken. Ein Krokodil? Ja. Oder ein Alligator? Ein Alligator. Ja. Das ja, wäre ja, ja. Antwort D. Es gibt sonst noch Antwort A. Es ist ein sehr kleiner Fisch am Haken. B. Es ist ein Fahrrad am Haken. C. Es ist ein Hirsch am Haken. D. Der Alligator. E. Es ist Prime Gaming am Haken, was mehr kostenfrei ist. Oder okay. F. Es ist ein Taucher am Haken. Es gibt doch nur... Ja, Turi, dann nehmen wir... Es gibt doch nur D Sinn von den ganzen Dingern. Warum? Fahrrad kann doch sein. Meint ihr wirklich, der hat Urlaub mit dem Rapper gemacht? Okay, wir nehmen Turis Antwort, D. Ja. Boah, ist das scary. Oh mein Gott. Aber ist es ein Alligator oder ein Krokodil? Ich habe gegoogelt, Alligatoren haben eher so U-förmige Kiefer und Krokodile eher so spitz zulaufen. Deswegen ist genau andersrum. Ist nee, Google stand so. Ich habe keine Ahnung. Es ist C-U- Later Alligator, das heißt Alligator hat U und das andere war irgendwas. Ja, okay. Nee, ist wirklich so. So ist ich glaube euch. Ja. Ich glaube euch, dass, wenn ihr so sagt. Ja, wollen wir müssen es kämpfen. Wir müssen richtig Punkte holen. Wollen wir eine 5er nehmen? Gaming 5? Gaming 5. Gaming 5. Das glaube ich Essen, aber. Boah, Turi, das war mega stark. Ja, bisher sieht es normal aus. Was ist denn da? Was okay. passiert als nächstes? A. Der Kanister landet brennend unterm Auto. Welches Auto? B. Der Kanister landet brennend im Busch. C. Der Kanister landet brennend auf dem Dach. D. Der Kanister explodiert und löscht sich selbst. E. Das Auto fängt Feuer. Oder F. Es wird Alkohol in die Flammen gegossen. Kannst du nochmal den Clip spielen? Na, viel Spaß dabei. Das ist, glaube ich, so eine Gasflasche, oder? Ja, er kennt halt wenig, ne? Wird so abgedunkelt. Ich bin nicht mal richtig sicher, was da genau Feuer fängt. Ich glaube, der Schlauch. Ich glaube, der Schlauch, ja, das Ende vom Schlauch. Genau, der Kanister landet. Über Syphilis. Brennt unterm Auge. Der Kanister landet brennt im Busch. Also, wir haben kein Auto gesehen. Nee. Als wäre Unsinn, glaube ich, Auto zu nehmen. Landet brennend im Busch. Warum sollte der da landen? Also der Typ läuft jetzt weg. Vielleicht geht einer wieder hin und will den irgendwie wegwerfen, damit der weit weg ist. Also wir haben viel landet. Das Ding ist, F ist so eine typische Reaktion. So Panikreaktion in der Gemeinschaft. Irgendjemand denkt sich, oh, wir müssen irgendwas machen, das löschen. Er hat irgendwie ein Getränk in der Hand und schüttet Alkohol drauf und es gibt eine riesige Stichflamme oder was weiß ich. Kann sein. Ist plausibel. Das Kanister explodiert und löscht sich selbst. Wenn so ein Ding explodiert. Ich glaube A oder C. Oh, ist voll schwer. Ist mega schwer. Ich meine, der kann halt irgendwie explodieren und dann einfach irgendwo hinlanden nach der Explosion. Der wird halt so weggejietet, immer an die Sprache. Aber nicht Jieten benutzt, deswegen ist es, glaube ich, unwahrscheinlich. Dach.
Dach würde heißen, das Ding fliegt doch irgendwie ein paar Meter hoch und so eine Flasche ist schon relativ schwer. Es ist die Frage, ob das vom Kanister selbst ausgeht oder ob jemand da jetzt hinläuft und den nimmt und werfen möchte, damit er halt von den Menschen weg ist. Das kann natürlich auch sein, dass sich jemand so opfert. Aber ist das eine Reaktion, die man hat? Ich glaube schon, dass manche das machen würden. Schnell hin, Ding nehmen und wegwerfen. Und wir haben auch dreimal landet. Aber wenn man es wegwirft, dann kriegt man so ein Ding nicht aufs Dach geschleudert, außer da ist Calcino. Ja, das war. Das heißt eher Auto oder Busch? Busch ist halt relativ naheliegend. Da ist einfach ein Busch daneben und dann wird das. Ja, aber auch ein bisschen unspektakulär, ne? Ja, sehr unspektakulär. Das Auto fängt Feuer. So komplette Eskalation könnte auch sein, aber. Könnte auch sein, dass es quasi so eine Verbindung ist aus A und E. Also jemand wirft es weg, es landet irgendwie. Nicht unterm Auto, sondern daneben. Was hältst du denn? Guck mal, der Kanister explodiert, dann gibt es so eine Druckwelle und das Feuer wird gelöscht. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie gesehen, wie so eine Gasflasche explodiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, die poppt einfach so und dann gibt es so eine große Stichflamme. Aber nur weil der Schlauch brennt, explodiert das Ding doch nicht direkt? Nee, glaube ich auch nicht, weil die ganze Zeit das Gas ja ausströmt, deswegen ist vorne am Schlauch die ganze Also wenn das Feuer. Halt lange im Feuer ist und die wird immer heißer und heißer, dann würde ich das erwarten, aber nicht, dass, weil jetzt kurz Feuer und sofort Peng, das ist ja irgendwie gegen meine Intuition. Deswegen, guck mal, es wäre vielleicht, also der Kanister landet brennend. Ist damit halt der Schlauch nur gemeint oder dass der Kanister richtig brennt? Hm. Was denkst du? Ja. Dann würde ich am ehesten sagen, vielleicht Alkohol in die Flamme. Ja, ich glaube, das ist so das realistische Szenario. Lass das nehmen, F. Okay, F. F. Was sagt das andere Team? Ich hätte C genommen. Ich hätte das genommen, was Turi nimmt. Andere Team sagt Dach. Der kickt es da drauf. Haben die das extra gemacht? In den Busch. In den Busch geworfen. Ja, aber gute Lösung. Es ist der Busch. Das Problem Beste ist Lösung. Dann damit gelöst. Also ja, damit ist die Situation entschärft. Ja. Na gut. So sieht jetzt sehr gut aus. Lass uns jetzt ein paar Low-Number nehmen, damit wir nicht unseren Vorsprung weggeben, oder? Den gibt ihr jetzt weg. Okay. Wollen wir Skatern? Ja. Nee. Stunt. Okay. Drei? Ja. Stunts 3. Ja. Denn Symmetrie ist uns wichtig. So. Wow. Was passiert als nächstes? A. Spider-Man landet auf dem Bauch. B. Spider-Man landet in einem Auto. C. Spider-Man zerstört einen Marktstand. Oh, oder D. Spider-Man steigt in den Bus. Also, es sieht so aus, als wenn er so krass nach vorne taumelt, dass er sich auf die Schnauze legt, oder? Ja. Es sieht aus, als würde er einen Purzelbaum machen, aber. Also sehen würde ich am liebsten, wie er einen Marktstand zerstört, glaube ich. Ja. Aber kommt da jetzt noch einer? Weiß ich nicht. Aber guck mal, er kann ja auch einen Purzelbaum machen und dann in den Marktstand reinrasen. Ja, es geht auch. Oder halt, dass er so nach vorne die ganze Zeit taumelt. Und einfach in so einen Markt. Ja, lass Marktstand nehmen, das finde ich cool. Oder es kommt noch ein Bus vorbei und er steigt da ein. Kann was auch sagt sein. Was sagt das andere Team? Ich finde Marktstand auch realistisch. Ich glaube D. Wobei ich finde, dass D sehr viel Comedy-Potenzial hat. Ich glaube D. Wir gucken mal rein. Oh. Er landet auf dem Bauch einfach. Oh mein Gott. Wie unspektakulär ist das. Der lämste Spider-Man-Film, den ich je gesehen habe. Ja, okay. Marvel richtig Schrott mittlerweile. Manchmal bin ich halt lustiger als das Video. Wollen wir skaten? Ja. Wir skaten. Shit. Drei? Mhm. Nicht da, wo auch Niklas war? Ja. Was passiert als nächstes? A. Sie stolpert und rettet sich mit einem Purzelbaum. Könnte sein. B. Kameramann führt zu Sturz. Nee. C. Dismount mit Backflip. Oder D. Sie fängt im Sprung ein Skateboard. Von der Sprache her wieder C. Mhm. Dismount mit Backflip würde bedeuten, sie geht vom Skateboard runter und macht einen Rückwärtssalto. Macht einen Rückwärtssalto, um sich zu fangen. Das ist aber sehr athletisch. Sie ist ja gerade so am Hochdingsen. Ja. Das heißt, das könnte schon sein, dass sie dann so abspringt und dabei einen Salto macht. Könnte, aber ist das. Sie fängt im Sprung ein Skateboard, steht da. Nicht ihr Skateboard, ein Skateboard. Stimmt, das ist ja noch wilder. Ja. Nee, das. Aber warum sollte man sich sowas ausdenken?
funktioniert Andis Gehirn so? Ich finde C, der Andis Speech ist gut eigentlich, oder? Ja, lass Andis Speech nehmen. Nehmen Andis Speech C. C. Was sagt das andere Team? Ich sag, sie fängt im Sprung ein Skateboard. Also ich würde C nicht sagen, weil die hat Inlineskates an, glaube ich, ne? Mhm. Ist gar kein Skateboard. Wie dismountet man Inlineskates? Die hat Inlineskates an? Die hat Ihr habt schon eingeloggt. Ich wollte es nur sagen. Ja, ja. Na gut, ja, wir lösen mal auf. Gut gemacht, Tori. Shit. Mach sie fertig. Sie hat tatsächlich... Oh. Wow, okay. Ja, das ist... Ja, das Dismount. Dismount. Ja, das Ding dismounted und Backflip. Das wollten ja. wir. Sie ist aus der Pipe dismounted. Ja. Ach, das ist ein Dismount. Ist krass, oder? Wie gut wir sind einfach. Oder wie nennt man das sonst? Das nennt man Dismount tatsächlich. Ja, Dismount, ja, ja. Richtig. Alles richtig gemacht, Andi. Ja. Sehr gut. Ja. Oh, verdammt. Hm. Tori, worauf hast du Bock? Lass direkt auch rein skaten. Ja. Oder? Skate 5? Ja. Ihr seid aber keine Skater. Wir sind voll die Skater. Ich bin voll der Skater. Hier ein bisschen anderes Skateboard. Was hat das mit Skaten zu tun? Was passiert als nächstes? A. Unerwarteter Frontflip. Alle lachen. B. Das Boot rutscht bis auf den Anhänger. C. Das Boot rutscht bis ins Wasser. D. Ein anderes Boot wird ins Wasser gestoßen. E. Das Boot tunnelt 4 Menschen. Oder F. Typ springt aus Boot. Boot schießt in Schlucht. Also, lass mal da systematisch rangehen. Unerwarteter Frontflip. Frontflip mit so einem Ding unmöglich fast. Sehe ich nicht. Aber ist ja unerwartet. Aber da sind die Lachsmilies oben 3 Stück. Guck mal. Ja, ist wahr. Ach so, ja. Das Boot rutscht bis auf den Anhänger. Das wäre dann normal. Oder würde man sagen, ja, der ist da drauf gerutscht. Dann wären die Lachsmilies nicht, oder? Das Boot rutscht ins Wasser wäre auch... Ich hätte jetzt das jetzt fast genommen, aber das ist sowas, was man erwartet dann, oder? Anderes Boot wird ins Wasser gestoßen. Hm. Das Boot tunnelt 4 Menschen. Passt der mit... Da passt der... Ach, wenn man sich so zurücklehnt vielleicht. Wie zurücklehnt? Naja, in dem Boot. Ja, passt der nicht mit seinem Helm die... Ja. Der Typ springt aus dem Boot, Boot schießt in die Schlucht. Ich finde, es sieht nicht so aus, als wenn da jetzt direkt eine Schlucht wäre, oder? Weil das ist einfach so Asphalt und eine Treppe. So ein Asphalt und eine Treppe führt doch nicht direkt zu einer Schlucht, oder? Okay, aber ich muss sagen, diese 3 Lachsmilies da oben, ne? Ja. Die sind halt echt schon so ein Alle-Lachen. Ja. Ja. Also, die sehen aus wie so ein Video, was man so in Familienchat rein... Ja, ja, aber was würde dafür sprechen? Naja, A wahrscheinlich. Ach so, oder? Unerwarteter Frontflip, alle lachen. Aber wie macht denn Frontflip? Okay, aber du hast recht wegen dem Lachen, das finde ich gut. In so einem Busch oder so, weil vielleicht bleibt er gleich in so einem Busch hängen. Und macht ja, dann oder so der bleibt vorne mit der Spitze irgendwie hängen. Ja, okay. Okay, Tori, ich sehe das auch. Jetzt, wo du es sagst, mit dem Lachen, finde ich gut. Okay. Ja. Oh, das bestimmt nicht. Ich log das ein. Ja. Sag das andere Team. Ich glaube, ja, das ist gar nicht schlecht mit den Smileys, aber ich finde auch einfach, das Boot rutscht ins Wasser. So langweilig es auch ist, sehe ich auch. Ich glaube B, rutscht in den Anhänger rein. Okay. Ins Wasser. Einfach ins Wasser. Einfach ins Wasser. Na toll. Sehr gut. Toll. Das lameste Video, was ich jemals gesehen habe. Wer macht da so 3 Lachsmileys hin? Ausgleichen. Ja, warum Lachsmileys? Das ist doch überhaupt nicht lustig. Das war schon gigalustig. War richtig hart. Also ich werde das demnächst meiner Mama schicken. Oh. Willst du Stunts oder Verkehr? Stunts. Stunts 4? Ja. Gut. Wow. Okay. Der hat schon was drauf. Was passiert als nächstes? A. Ein gestandener Frontflip. B. Ein gestandener Backflip. C. Die Stange reißt raus. D. Einhändiger 360-Schwinger. Oder E. Die Schuhe fliegen in den Mülleimer. Das würde ich eigentlich gern sehen. Okay, also jetzt natürlich die Frage, wie lange das Video noch weitergeht. Aber er greift ja gerade so um in so einer Drehung. Also er ist gerade so irgendwie. So hängt er gerade dran. Ein Frontflip sehe ich halt nicht, wie er es aus der Position macht. Außer es geht halt noch weiter. Ja, ebenso Backflip. Backflip wird gehen, wenn er halt den Schwung so mitnimmt und dann so, weißt du, so abspringt. Ja. Die Stange reißt raus. Sah jetzt nicht so aus, als wäre es sehr instabil.
Aber halt dieses Umgreifen, das, er hat schon noch den Schwung, was einhändig zu machen, glaube ich, oder? Vor allem, es sah kurz aus, als würde er den Griff erst nicht kriegen mit der Hand, mit der er umgreift. Also könnte sein, dass er sich festhält und damit einen einhändigen 360 macht. Ja, die Schuhe konnte ich nicht richtig erkennen, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Ja. Irgendwie locker sitzen oder so. Wollen wir den 360? Aber was bedeutet genau 360 Grad? Na, ich denke, dass er einmal so einmal rummacht. Boah, hat er noch so viel? Er hat schon noch viel, noch so viel Momentum? Ja. Oder? Puh. Ja. Ich glaube, es ist C oder D. Ja, würde ich auch sagen. Stange reißt raus. Wie stabil sah das aus? Sah schon stabil aus. Es hat nicht wirklich viel geworkelt. Ja, dann lass D nehmen. Ja, das ist, dann den 360. Okay. 360. Was sagt das andere Team? Also 360 könnte ja auch sein, dass er so um die Achse sich 360 Grad dreht und die Stange wieder fängt. Also aber einhändig. Der hat umgegriffen. Ha? Mit dem letzten Schwung. Der hat umgegriffen mit dem letzten Schwung. Der hat seine Hände übergriffen. Hm, also der dreht sich auf jeden Fall nochmal. Ja. Also ich sehe auch den 360. Aber es könnte auch einfach nochmal der Backflip sein für ein Ende. Ja. Also ja, hätte ich auch gesagt. Backflip. Ja. Wer Backflip. Hätte ich gesagt. Okay, wir nehmen Backflip. Okay. Wow. Wow. Jetzt macht er gleich eine Hand weg. Wow. Die Stange. Was? Oh no. Alter. Vor allem, was für ein Glück er hat, dass es gerade da passiert. Oh mein Gott. Wie viel Glück kann man haben? Es ging aber noch viel weiter, ja. Ne? Ja, aber ey, ohne Scheiß, ja. Das ist gerade so. Ey, das gibt's ja nicht. Hat schon Glück, dass das in dem Moment passiert. Alter. Das stimmt. Also, Jesus. What the fuck? Das hätte ja... Na gut. Ach du Scheiße. Das Gute ist... Ich sag's gleich. Nee, was ist das Gute? Nee, alles gut. Also guck mal, Turi, angenommen, wir machen jetzt falsch, haben wir minus 8. Dann machen die was richtig, dann haben wir schon gewonnen. Das heißt, wir müssen eine noch gut hinkriegen. Wollen wir Verkehr nochmal nehmen oder Stunts? Stunts, komm, oder? Oder? Nee. Ja, okay. Okay, Stunts. Stunts. Okay. Wir schaffen das. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich krieg Anxiety. Was passiert als nächstes? A. Coole Flips, alles klappt. B. Das Handy geht tauchen. C. Der Ball geht schwimmen. D. Das Handy-Display geht kaputt. E. Ein Greifvogel klaut das Handy. Oder F. Ein Hund apportiert den Ball. Also, Tobi, ich glaube, Handy-Display geht kaputt. Ein Greifvogel klaut das Handy. Ein Hund apportiert den Ball. Würde ich alles ausschließen. So, dann, ja. Der Ball geht schwimmen, wäre ja egal für so ein Video. Das wäre ja, ja, da ist der Ball halt reingefallen, das ist auch kein spannendes Video. Das Handy geht, fällt runter, oder, also ist A oder B meiner Meinung nach. Ja, aber wir müssen die Punkte jetzt holen, glaube ich, ne? Nee, also wenn die anderen das falsch machen, ist auch noch okay. Machen wir ja nicht. Also, ich, oder hast du, siehst was anderes als außer A und B? Nee. So, coole Flips. Also ich meine, es kann halt auch immer noch so ein super Troll sein, dass er den Ball irgendwo gleich in eine andere Richtung schmeißt und dann kommt ein Hund, aber glaube ich nicht. Nee. Also ja, kann sein, aber es, ja. I don't know. Coole Flips, alles klappt. Das Handy geht tauchen. Es ist beides genau gleich möglich, weißt du? Es kann halt so ein Video sein, wo einer so die ganze Zeit, wie Leon schon sagt, dass man dann so Angstzustände bekommt, weil das so über dem Wasser ist. Mhm. Aber er kriegt es halt cool hin. Und was, wenn einfach ein Hund kommt und den Ball sich schnappt? Nee. Ich würde sogar fast zu A tendieren. Ja, ich auch. Ja, dann lass uns A nehmen. Okay. Coole Flips, alles klappt. Das ist der Greifvogel. Ja? Das wäre so wild, wenn da ist. Okay, wir schauen mal. Ja. Jetzt der Vogel. Was? Wie? Alter. Jetzt noch ein Ball. Jetzt noch ein Ball fallen lassen. Okay, mach Stopp jetzt. Das Video. Oh mein Gott. Alter, was? Scheiße. Hä, was ist denn da? Aber geil. Geil, geil, stark. Geil. Waren coole Flips, oder? Ja, waren coole Flips. Waren richtig coole Flips. Wow. Ja, hat alles geklappt. Das okay, jetzt noch alles drin, Leon. Alles ist noch drin für uns. Verkehr 5, oder? Verkehr 5, ja. Ah.
It's okay. Geh da. Oh, das scheppert. Ah. Was passiert als nächstes? A. Nur ein kleiner Kratzer. B. Frontale Kollision mit Steg. C. Mann und Kind über Bord. D. Kleines Schiff wird frontal gerammt. E. Das Schiff fängt Feuer. Oder F. Der Kapitän verlässt das zerkratzte Schiff. Okay, also das geht auf gar keinen Fall gut. Nee. Aber die Frage ist, was genau passiert? Kleiner Kratzer, glaube ich nicht. Oder? Ich glaube, ein kleines Schiff wird frontal gerammt oder mit einem Steg die Kollision. Ja, also es kann halt schon sein, dass quasi da noch ein Aber wieso sollte denn nur ein kleines Schiff gerammt werden? Der würde doch auch auf jeden Fall auch einen Kratzer bekommen, oder? Ja, aber ich denke mal, der Hauptact, was da passiert, also nur kleiner Kratzer ist vermutlich, der schrammt kurz irgendwo gegen, wenn, ist dann safe. Aber wir könnten dann immer darauf plädieren, so, hä, aber das Ding hat auch einen Kratzer bekommen, deswegen wird es so nicht funktionieren. Also, es wird kein kleiner Kratzer sein. Es wird schon ein heftiger Kratzer sein. Mann. Schiff fängt Feuer, finde ich gut. Ich würde sagen F, oder? Obwohl, dann wird es richtig lange weitergehen. Aber das Stangending ging auch lange weiter. Ja, also um die Verwirrung aufzuklären, ich nehme bei jeder Antwort an, dass das Minimum ein kleiner Kratzer ist. Okay. Das heißt, A ist Minimum, die anderen beinhalten es auch. Okay. Der Steg. Ich finde irgendwie, das Schiff wird gerammt. Das kleine Schiff wird frontal gerammt. Also, dass da quasi noch ein Schiff steht, was wir noch nicht gesehen haben. Kann schon sein. Wobei, was ich mich halt frage, der will ja da anlegen gerade. Ja. Warum hat er denn noch so viel, also der hat anscheinend den Abstand zum Steg verschätzt. Genau. Aber der wird ja nicht Vorwärtsspeed haben, viel, dass das so komplett schief geht. Der wird einfach von der Seite so einen Stoß mitbekommen haben, von der Welle oder so, und deswegen hat er so viel Seiten. Ich glaube, es ist F. Ja, ich glaube auch, der Kapitän verlässt das zerkratzte Schiff, F. Stimmt das? Ich könnte sehen, dass, also der Grund, warum er mit so einem Speed auf den Steg zubrettert, ist, weil davor noch ein anderes Schiff ist, dem er ausweichen will. Deswegen versucht er nicht da reinzubrettern, versucht dann eher lieber den Steg zu brettern, weil er weiß, wie teuer andere Schiffe sind. Deswegen. Du sagst Steg? Glaube ich, nee, anderes Schiff. So. Ja, Steg würde ich auch nicht sagen, weil das ist einfach so eine Mauer. Wo sollen da ein Steg sein? Vielleicht jetzt, was kommt vielleicht noch? Das sah zu schmal aus unten. Okay, wir gucken mal. Ja, ich würde auch Schiff sagen. Oh, ein anderes Schiff. Der Captain, oder? Der Captain. Jetzt verlässt der Captain das Schiff. Oh, der Steg! Der Steg! Mein Gott, was tut der denn? Was ist denn mit ihm? Was? Scheiße. Ist der komplett besoffen, oder was? Also, hat er noch den Schiff gefahren, oder was? Betrunken am Steuer. Das ist ja nicht. Meine Güte. Mann, oh Mann. Wäre mal lieber ausgestiegen. Mehr konsumiert wird nur bei Traumschiff. So, Tori, ich würde jetzt gerne Verkehr 4 nehmen. Ja, können wir machen. Ja. Mein Gott. Okay. Was passiert als nächstes? A. Der weiße SUV bremst uns aus. B. Ein Geisterfahrer rast an uns vorbei. C. Der weiße SUV rammt uns. D. Die Straße ist zu Ende. Oder E. Wir bremsen knapp vor einem Pferd. Oh, fuck. Ist der schon zu dicht an uns dran, dass der uns ausbremsen kann noch? Ja, ne? Ja, der will ausbremsen ist ja eher, dass er davor ist. Genau, also A schon mal nicht. Ja. Geisterfahrer wäre sehr wild in dieser noch wilderen Situation. Kann passieren, aber sehe ich jetzt nicht unmittelbar. Der weiße SUV rammt uns, fände ich plausibel, dass er so Road Rage-mäßig einfach so rammt. Die Straße ist zu Ende, sehe ich irgendwie gar nicht. Das sind drei Spuren oder so. Warum sollte die Straße einfach aufhören? Wir bremsen knapp vor einem Pferd. Wo kommt dann Pferd her? Das ist der Hund, dann wissen wir, es ist ein Pferd. Ja. Vielleicht hat das einer verloren. Achso. Also ich würde zu C tendieren. Glaubt ihr, der hat dann eine Pferdestärke weniger? Tatsächlich, ja. Ja, wir können C nehmen. Ich finde B aber auch gut eigentlich. Ein Geisterfahrer rast an uns vorbei. Ja. Aber wo ist Platz für den noch?
auf der anderen Fahrbahn. Wo? Ich dachte, da sind drei Autos nebeneinander sogar. Ja, aber ist nicht eben und neben uns noch eine Spur? Also die andere Richtung. Kann ja sein, dass ein Geisterfahrer in dieselbe Richtung fährt wie wir, aber auf der anderen Straße neben uns. So, würde man das sehen. Wäre auch ein komisches Video, oder? Stimmt. Ja, aber wir können... Ist ja sowieso egal. Ich meine, es ist egal, wir haben gewonnen, Tori. Wir können C nehmen. Ja, wir nehmen C. Okay, C. Das ist das Pferd. Ich sag, das ist so. Ja, das Pferd hätten wir auch nehmen können. Okay, wir gucken mal. Ich würde A sagen. Ein typischer Versicherungs-Scam-Scheiß. Nee, ist ein Geisterfahrer. Okay. Jetzt kommt ein Pferd. Das ist wirklich ein Pferd? Nee. Was? Nee. Straße vorbei! Der versucht uns auszubremsen, weil die Straße zu Ende ist. Ach du Scheiße. Der will überholen und wir denken, ich will vorfahren, lasst mich in Ruhe. Warum endet denn da die Straße? Die Straße ist vorbei. Aber der bremst ihn ja auch aus. The fuck. Scary. Also, was ist das für eine Straße? Das ja, wird noch gebaut und ist nicht besonders großartig gekennzeichnet. Okay. Krass. Ja, das war's. Gigi, Turi. Applaus. Sehr gut gemacht, Turi. Minus 2 Punkte. Ist ein bisschen besser als minus 17. Ja, das stimmt. Toll. Gut gemacht, Turi. Damit hat Turi eine 100% Winrate für Bonjour Quizzes. Das stimmt. Nice. Geil. Geil.